2000 Kilometer liegen jetzt bereits zwischen uns. Die Weite des Raums lässt einen ehrfürchtig staunen. Du wirst mir also erst einmal nicht mehr schreiben können. Das heißt, schreiben kannst du mir natürlich. Es wird eine Zeit dauern, in der ich deine Briefe nur nennen kann. Wird es schlimm sein? Ich weiß, wäre es nach dir gegangen, säße ich jetzt auf einem ledernen Stuhl im Kontor deines Vaters und nicht mehr im schwankenden Güterwagen. Ich bitte dich, mir zu verzeihen und meine Freude zu verstehen. Die Unklarheit der letzten Monate ist verflogen. Mein Leben ist plötzlich ganz Aufgabe. Du weißt, wie viel von dir du war, und ich weiß, um den Kummer, den du meinetwegen hattest. Aber mit jedem Meter näher zur Freude erfliegt mir nach so viel geheißte Melancholie. Weil die großen Gefühle für dich zu klein sein glaubten, Gefühle, vor allem auch zu dir, brennen wie eine gleichzeitig Flamme niemals zu Blut verkommen. Könntest du mich jetzt sehen, inmitten all dieser prächtigen Landsknechtsnatur, meiner untergebenen Seite, die ich bereits jetzt liebe? Gerade weil ich weiß, dass ich mich über die Angst dann passiert.